Die Überraschungssieger des zweiten Laufs des ADAC GT Masters in Oschersleben heißen Rolf Ineichen und Christian Engelhardt. Ich habe mich riesig gefreut, war ein Hammerrennen, die Jungs haben einen tollen Job gemacht. Christian ist super gestartet, gutes Rennen gemacht und großen Dank an ihn. Bis kurz vor Schluss sehen die Titelverteidiger Sebastian Asch und Luca Ludwig wie die sicheren Sieger aus. Doch am Ende der Safety-Car-Phase, zwei Runden vor Rennende, lässt Asch mehr als 5 Wagenlängen Abstand zum Safety-Car und kassiert dafür nach Zieldurchfahrt eine 30-Sekunden-Strafe. 2 Minuten vor Schluss hätte man eigentlich sicher durchs Ziel fahren müssen. Ja, was will man machen? Das nächste Mal wird uns das sicherlich nicht mehr passieren. Der erste Aufreger des Rennens schon in Kurve 1. Mercedes-Pilot Ludwig schlüpft noch durch. Dahinter fährt Christian Engelhardt im grünen Gallardo Daniel Keilwitz in die Seite. Patrick Niederhauser und André Gies in den beiden blauen Lamborghini von Atempto Racing können der stehenden Corvette nicht mehr ausweichen. Für alle drei ist das Rennen schon nach der ersten Kurve vorbei. Mit ihrem Boxenstopp machen Rolf Ineichen und Christian Engelhardt den ersten Schritt Richtung Podium. Zu Beginn der Fahrerwechsel noch auf Platz 4 reiht sich Ineichen am Steuer des Grasser Lamborghini auf Position 2 hinter dem führenden Sebastian Asch wieder ein. In Runde 29 führt dieser Unfall von Patrick Kujala im gelben Lamborghini mit Fabian Hamprecht im Bentley zur rennentscheidenden Safety-Car-Phase. Dort verschenkt Asch dann den sicheren Sieg an Engelhardt und Ineichen. Auf Platz 2 fahren wie schon am Samstag Conor De Filippi und Christopher Mies. Dritte werden Florian Stoll und Laurent Fantôme.